Hallo, meine Freunde, und willkommen zu einer Folge von Bro-Tato. Heute werden wir mal keinen ganzen Run machen, sondern wir werden heute mal zwei Erfolge in Angriff nehmen. Und das ist der hier, das heißt Verwerten. Da muss man 12 Waffen in einem Durchlauf verwerten. Das kann man machen, indem man einfach Endlosmodus spielt, beziehungsweise so lange halt den Run spielt, bis man die 12 Waffen verwertet hat. Und den ein LP, der Erfolg heißt Draufgänger oder auch Reckless auf Englisch. Und werden das auch machen. Also wir müssen eine Welle mit einem LP beenden. Das ist relativ easy. Das kann man, sag ich mal, auch ein bisschen beeinflussen, indem man auf Gameplay geht. Stellt hier alles runter. So wie hier jetzt. Also wir haben jetzt hier alles auf 25% gestellt. Somit kann man auch alle Erfolge ganz easy machen. Nur mal so für euch, für die Leute, die da wirklich so ein bisschen am Struggeln sind mit den 100%. Also ich habe es bei meinen Durchläufen teilweise auch runtergestellt, weil es ist halt super schwierig. So, und jetzt spielen wir den Hunter. Wo ist er? Das ist der mit diesem, den hier, den Jäger. Gehen dann auf die Armbrust, weil die anderen Sachen, die machen halt recht viel Schaden. Und mit der Armbrust kann man da so ein bisschen, sag ich mal, es noch raussehen. Und gehen auf Gefahr 1. Bei Gefahr 0, da sind zu wenig Gegner. So, jetzt stellen wir uns immer in die Gegner rein. Ja, klar, die ersten Wellen sind halt so gemacht, dass du keinen Schaden kassierst. So, wir haben jetzt 1. So, jetzt sind wir bei 1. So, somit haben wir jetzt bei Welle 1 sogar schon das erreicht. Wir bleiben jetzt hier oben noch stehen. Wir machen hier jetzt hier nichts zu healen. 2, 1 und zack. Somit haben wir schon die Draufgänger-Trophäe geschafft. Jetzt kaufen wir einfach ein paar Waffen und verwerten die dann natürlich wieder. Ich würde sagen, wir behalten die noch, damit wir jetzt ein bisschen Damage machen und die schnell wegmachen, kloppen die dann ein bisschen nieder. Wie gesagt, das sind alles relativ einfache Erfolge, wenn man die, sag ich mal, sich ein bisschen triggert. Ne? Klar, viele werden wahrscheinlich auch sagen, ich will es mir nicht runterstellen, ich will es so probieren. Das Problem ist, manchmal sind die sehr unberechenbar, was Damage angeht. Und wenn du den Gegnerschaden halt so runterstellst, dass du, sag ich mal, immer nur einen Damage kassiert, kannst du das halt planen. So. Und der Hunter hat kein Self-Rack oder sowas. Daher ist das alles egal. So, wir gehen hier ein bisschen da. Wie gesagt, wir nehmen jetzt hier ein paar Waffen mit. Wir verwerten die, wir verwerten die. Nehmen jetzt noch den Revolver mit. Somit haben wir schon mal 2 und 12. So, und es geht ungefähr bis Welle 10 und dann hat man das auch geschafft. Also, es sind relativ einfache Erfolge, wo ich mir immer gedacht habe, okay, wie willst du das machen? Dann bin ich mal so ein bisschen am Überlegen gewesen und dann dachte ich mir so, ey, warte mal, du kannst ja den Schwierigkeitsgrad so runterstellen. Gehst dann einfach auf Gefahr 1, nimmst einen Charakter, der kein Self-Rec hat und easy going. Also, es ist halt einfach, ne? Also, und wenn ihr dann, sag ich mal, fertig seid mit den zwei Erfolgen sozusagen, dann lasst euch einfach sterben und dann habt ihr die. So, wir machen mal jetzt, wir haben jetzt schon zwei Sachen gekauft. Wir werden jetzt hier halt, wir verwerten die. 2, 4. Die lassen wir mal hier, weil die ganz gut ist. 5. So, jetzt sind wir schon bei 5 von 12. Und es sind super, wie gesagt. Also für die Leute, die sich manchmal wirklich denken, so, oh Gott, die sind voll schwer, die Erfolge. Wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, dass man die oder wie man die machen kann, sind die super einfach. Und dadurch, dass ich euch ja auch zeige und beziehungsweise ich ja auch alle Erfolge haben möchte, machen wir die dann gemeinsam, beziehungsweise zeige ich euch, wie das relativ einfach geht. Ne? Könnt mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr den Erfolg gemacht habt, beziehungsweise ob ihr die wahrscheinlich. Man kann natürlich auch den einen LP auch während des normalen Runs machen, ne? Aber manchmal hast du halt 2 LP, manchmal hast du, weiß ich, und dann hast du das halt nicht, ne? So, jetzt haben wir 6, 7 müssten wir jetzt haben, ne? Mich recht erinnere. So. Und ja, wie gesagt, ihr seht es ja, das ist super, super easy. Man rennt hier kurz rum, tötet alles und verkauft dann die ganzen Sachen. Also, solltet nur immer ein paar oder zwei, drei Waffen behalten, damit ihr dann, sage ich mal, nicht so ein bisschen useless rumlauft. Kann halt passieren, ne? Dass ihr dann irgendwie nur eine Waffe habt und dann kämpft ihr dann euch so ein bisschen rum. Aber ihr wollt ja auch ein bisschen, ihr müsst ja auch ein bisschen Geld verdienen, damit ihr halt die Waffen verkaufen könnt, ne? Aber wir waren jetzt, glaube ich, bei 7, ne? Wie gesagt, also wichtig ist, dass ihr den Gegnerschaden runterstellt auf 1, damit ihr dann halt seht, wie viel ihr noch übrig habt. Ne? 8, 9, wie gesagt, die 3 behalten wir. 10, 11,
12? Ja. Oder bin ich erst bei 11? Kann das sein, dass ich mich verzählt habe? So. Gut. So, hier geht es ja nicht um Welle, sondern hier geht es ja um Durchlauf. Ne? Das müsst ihr ja auch berechnen. So. So, das haben wir. Kann auch sein, dass ich mich gerade verzählt habe. So. Wir nehmen jetzt mal hier Rüstung, kaufen jetzt das, verwerten. So, jetzt haben wir es. Ich habe mich verzählt. Ich habe mich um eins verzählt. So, ihr seht es. Wir haben es. Aber wir verwerten jetzt hier die ganzen Waffen noch. Wir lassen mal keine Pistole übrig. Oder kann man die auch verwerten? Oh, man kann sogar ohne Waffe kämpfen. Bin ich ja mal gespannt. Okay, geht nicht. So, so könnt ihr halt schnell sterben, ne? Also, so. Und somit haben wir einen Durchlauf geschafft. Haben jetzt zwei Erfolge freigeschaltet. Wie gesagt, wir haben Draufgänge und Verwerten geschafft. Super easy. Mehr kann man dazu auch nicht sagen. Also ich will auch das Video nicht länger in die Länge ziehen. Wir haben jetzt den Waffenhändler und dadurch den Golem freigeschaltet. So, ihr seht es hier nochmal ganz kurz. Wir haben hier den Draufgänger und wir haben hier Verwerten. Das war's. Danke fürs Zuschauen, Leute. Schreibt eine Bewertung und wenn ihr Bock habt, lasst einen Daumen da. Und dann zum nächsten Video wieder von Brotato. Danke fürs Zuschauen und ciao.